So, liebe Leute, ja, viel habe ich nicht geschafft, aber wieder ein paar Kleinigkeiten habe ich wieder gemacht. Es war ja nun auch kein großes oder langes Wochenende, wo ich hier was machen konnte. Aber gut, Urlaubstage und sowas kommen auch bestimmt wieder irgendwann demnächst oder wie auch immer. Dass man dann am Feiertage auch wieder, wo man dann noch was machen kann hier. Vatertag und sowas kommt ja auch bald wieder. Dann kann man vielleicht auch noch was machen, ja. Ne? So, ich zeig's euch nochmal mit dem Bus hier. Upsala. Kleiner Test, es funktioniert, ja, und bin schon mal froh drüber. Gut, kann man das dann machen, dann noch verspachteln natürlich hier, den ganzen Kram. Natürlich wäre der eingeklebte Draht, ne, ganz logisch. Wenn er eingeklebt ist, dann sieht er, ist es tausendmal besser. Vielleicht Gott, das ich öl den Draht auch vorher noch mal oder leg den in Öl ein, damit er nicht anfängt zu rosten irgendwann. Das werde ich dann auch noch machen. Was wollte ich denn noch machen? Ja, das, wie gesagt, also ich bin schon ungefähr bis hierhin gekommen jetzt mit den Einfräsen und dann einmal hier so rum. So und darum und darum. So, ja, ich habe noch nicht überall Fahrrad drin jetzt. Ich habe nur das kleine kurze Stück hier und ja. Um mal überhaupt zu testen, ob das funktioniert. Ja, sonst kannst du nämlich alles nochmal neu fräsen hier. Das ist nämlich morgens. Aber es funktioniert und wie ich das mir gedacht habe und da bin ich denke, ganz froh drüber. Ja. Was wollte ich denn noch machen? Oder euch zeigen. Ja, wie gesagt, mit der Bühne, da bin ich auch ganz froh drüber, dass ich das jetzt weiter reingesetzt habe. Die Wand natürlich da, die ich da noch gemacht habe, die wird noch schwarz angepinselt nachher, das sieht man dann gar nicht mehr. Das gehört noch, soll ja noch zur Bühne gehören, dass sie denn da hinten verschwinden, die, wo die Band denn aufgetreten ist und dann gehen die da hinten runter und sowas, ne? So, wie das im Original auch aus ist, eben so, ne? Ja, ich habe deswegen da noch eine kleine Wand gemacht, weil da hinten so, da, wenn ihr mal gucken könnt. Da ist ein, also mit Kabel da, ein Dominostein, wo die gerade so ein Legostein ist, wo die Kabel da von Berg und sowas alles hingehören, runterkommen. Und deswegen habe ich da jetzt noch so eine Wand gemacht, damit man das nicht mehr sieht. Muss ja nicht immer jeder sehen, da den Kram. So. Ja. Da habe ich noch ein paar Bäume hingesetzt und finde ich auch noch ganz gut, dass da ein paar Bäume nochmal stehen. Das ist nicht ganz nur alles Wiese ist da. Das sieht dann auch so langweilig aus. Ne? Gut. Ja. Was wollte ich noch euch gezeigt haben? Ja, das war's eigentlich jetzt erstmal mit den Videos. Ich mache erstmal wieder. Muss erstmal wieder. Jo. Andere Arbeiten machen, andere Tätigkeiten machen. Wie das immer so ist, ne? Man hat nicht immer ständig Zeit für seinen Eismann. Leider ist es so. Und das muss man eben respektieren und akzeptieren, dass man auch noch andere Sachen zu tun hat, ne? Ja, wie gesagt, das war's jetzt erstmal wieder mit meinen Videos. Es werden auch noch weiter. Vielleicht auch bin ich mal wieder unterwegs. Wie gesagt. Eisenbahn-Videos machen, also Original-Eisenbahn-Videos auf der Strecke, wo mal gucken wieder und mal sehen, mal gucken, schauen. Na, so, das Bäumchen, das wollte ich auf jeden Fall nachher wieder in den Garten pflanzen hier. Mal kicken, oder dahin. Ach, ich weiß es noch nicht, wo das nachher hinkommt. Aber irgendwie habe ich mir das so gedacht, ein bisschen was Nettes hier nochmal hinkommt.
Vielleicht kommt auch noch so ein Bäumchen hier im Garten herum. Ja, mal gucken. Ja, mal schauen. Ne? Hier habe ich schon mal eine LED eingesteckt. Die kommen noch weg hier. Das sind normale kleine Bärchen. Die kann man dann für irgendwas für anderes verwenden. Puh, was weiß ich, wofür noch. Gibt immer noch Gebäude, wo man dann so kleine Bären noch mal reinschrauben kann oder einbauen kann. Man muss nicht alles mit LED unbedingt alles machen, aber es wird dann so nach und nach vielleicht mit LED ausgestattet. Ne? Von heute auf morgen kannst du sowieso nicht alles mit LED ausbauen und starten. Ne? Das funktioniert leider nicht. Ne? Kann man zwar machen, wenn man viel Geld hat. Wer viel Geld hat, macht das, aber ich mache das nicht. Auch wenn ich Geld hätte dafür, aber in dem Sinne muss ja nicht sein. Ne? Stück für Stück reicht dann auch, dass man das machen kann. Macht dann. Jo. Also, zu dem Thema habe ich jetzt, bin ich erstmal durch. Ich habe, wie gesagt, das hier eingefräst. Natürlich wird das nachher verklebt, der Fahrdraht und ich kann es euch nochmal zeigen, weil es so schön, ja, ich finde es schön, wenn der Bus dann fährt hier, später noch groß die große Runde hier rundherum und überall. Ich finde, das sieht top aus nachher. Ne? War doch ein gutes Bild, oder? Upsala. Da ist natürlich der Vortrag zu Ende. Ich habe auch eine Unterbrechung hier eingebaut. Mit dem Fahrdraht soll man ja machen, so, weil ja der Draht sich auch mal bewegen kann und da unten nachher gibt es, wie auch immer, sollte man im Moment eine Unterbrechung machen. So habe ich das erfahren im Internet und durch andere Leute, ja, die dann die Erfahrung gemacht haben, nachher drückt der Draht nach oben, wenn du das komplett alles zusammen ein ganzes Stück verlegst, dass jetzt hier komplett die Bahn hier vertreten, dann kann es mal sein, dass es da hochdrückt oder da hochdrückt, dann kannst du das alles wieder neu aufbuddeln und aufgipsen und zugipsen, und das will ich auch nicht. Ich will das jetzt fertig, vernünftig gestalten, Straße, dann kommen hier noch die Ampeln hin und dann kommen hier noch die Blitzertonnen hier rein, ja, so kleine Mülltonnen. Ein Blitzer versteckt ist, kommt hier auch noch hin. Ich glaube sogar hier in dem Bereich. Mal gucken, wie ich das mache. Oder vielleicht auch in dem Bereich. Mal gucken, ne? Mal schauen. Ja, wie gesagt, das kriegen wir auch noch hin. Und ja, so sieht das Ganze aus, ne? Ich bin schon mal ganz froh drüber, dass ich das jetzt schon mal so weit habe. Schon mal ein gutes Stück gefräst, also mit einem guten Fräser. Ich hätte nicht gedacht, dass ich so einen guten Fräser habe. Habe da lange nachgesucht, aber Gott sei Dank doch einen gefunden. Sonst hätte ich mir einen kaufen müssen. Ja, so einen kleinen Fräskopf. Na gut, da kann man auch noch drüber wechseln. Besser als eine ganze Maschine kaufen. Und ihr habt ja gesehen, die Maschine, die ich da gekauft habe, großes Stück hier gefräst, ja. Das habe ich ja, glaube ich, von hier angefangen und dann war das Ding kaputt. Also sowas so. Und dann für 60, 70 Euro, ne? Muss man überlegen. Ein Bauhaus oder Bauern. Ja, das Ding ist defekt und im Eimer. Und ja, kannst du eine Tonne schmeißen. Was soll man machen damit? Es sei denn, die reparieren das vom Werk aus nochmal. Weil da Garantie drauf ist. Mal gucken. Mal schauen. Aber wie gesagt, das scheint ja mit den anderen Dingen auch sehr gut zu funktionieren hier. Und dann so werde ich das dann auch weitermachen. Nächstes Mal, wenn ich dann wieder Zeit für habe. Und jo. Mit diesem Bild sage ich mal. Bis dann. Bis zum nächsten Video. Tschüss.